Schönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Schönen guten Morgen. So, was ist denn hier? Gib mal. Haben Sie schon einen Baum geschmückt? Das ist so funny. So, ich habe halt mal wieder einen kurzen an und checke meine Ladung. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und das Murmeltier heißt Mario. Ja, der erste Trailer ist ziemlich. Der ist 70. Wir müssen den zweiten Trailer beladen. Haben wir noch Platz? 68. Nicht so schlecht. Ja, ich habe immer wieder angehalten. Schön im auf der ersten Rest der ja. Oder ist eine Waage, mehr oder weniger Scale. Weil hier irgendwie lehnt sich hier was auf. Ah, das ist hier die Scheiße. Bin ich da mal zu? Komme ich da oben? Ich denke mal, ich mache da oben mal dran, Freunde der Sonne. Ich mache da oben einfach mal was ran. Ich hole mal Chanel. Guck mal schnell mal ein paar Bungees, bleibt mal da. Sorpresa, Sorpresa, Sorpresa. So, wie kommt der Dicke jetzt da oben ran? Zwei müssten da schon hin. Ich habe ja gesagt, ich habe vier. So eine sieht der Bus darum, dass die Scheiße nicht immer so weit raus sich zeigt. So. Ich denke mal, das könnte helfen. Naja, sollte gehen. Sollte ich eventuell noch hier so ein Kreuz rüber machen? So ein, wisst ihr, so ein. Ja, das können wir auch noch machen, siehst du?
Es fällt einem immer noch mal da ein und da in eins. Ja. So. Ja. Du siehst im Spiegel halt immer nur so die Beulen, weißt du? Und dann guckst du mal, ob du das besser hinkriegst. Es wird jetzt nicht so schön sein, aber ja, so ist meine Ladung. Was haben die denn hier gemacht hier? Wie lange Weile gehabt hier? Oder was? Ja, der fegt seinen Trailer aus. Kicken wir an. Ja, die haben so wieder Müll. Ich verstehe die Leute nicht, ey. Könntest du immer nur rechts und links, so einen schönen Wald hier, kleine Mountains, Hügel, die machen nur so einen Mist. Nein. Müll. Aber es ist überall dasselbe. Gut. Okay, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich drin wieder. Wenn es heißt, weiter geht's im Text. Ich habe ihm gesagt, Junge, du bist an Kamera. Habe ich blöd angeguckt, Franzose. Ich glaube, er wusste, was ich meine. Jetzt nimmt er seinen Dreck mit der Tüte mit. Ist doch besser so. Wenn ich jetzt hier gewesen wäre, würde ich genau, was der gemacht hätte. Seinen Trailer ausgefegt und den Scheiß hier draußen gemacht. Wie jeder das so macht. Verflucht nicht. Besser ist so. Ich will jetzt nicht, aber wenn ich jetzt wegfahre, aber die Tüte wegschmeißen, aber zumindest. So, jetzt haben wir das nochmal gecheckt. Alles zu, alles zu. Wahrscheinlich geht jetzt ein Beifahrerfenster auf und die Tüte fliegt nur unten raus. Naja, was soll's. Ja, das zumindest ist mehr Aufwand, weil er eine Tüte packen musste. So, jetzt schauen wir mal hinten, wie das aussieht, ob noch rumflattert. Ja, sieht besser aus. So muss das sein. So, ein Kollege kommt jetzt hier, RST, kommt an, hier wackelt. Den habe ich jetzt noch durchgelassen, weil der war voll im Speed. Ich hätte jetzt natürlich auch Speed halten können, geben können, dann hätte er Schwierigkeiten gehabt, wieder reinzukommen. Aber das wollen wir ja auch nicht. Ich bin vom Raststätte gekommen, da hat der irgendwo Priority. So einfach ist das. So, meine Lieben, es geht nach Rimouski. Rimouski in Quebec. Da machen wir morgen mal um 10 Uhr einen Termin. Ich habe heute einen relativ super entspannten Tag. Das heißt, boah, hier riecht es aber nach Weed, ey. Alter Falter. Was ist denn jette? Hier riecht es ja nach eine ganze Plantage. Wow, ist windig. Ja, jemals haben wir einen spannenden Tag heute. Ihr seht hier hoch Richtung Dijoli wieder. Und dann machen wir ein Päuschen und ein Duschpäuschen. Und dann jetzt noch weiter gerade so nach Saint-Antonin und morgen 10 Uhr Termin und Rimouski. Das heißt, ich brauche nicht mal früh loszufahren. Also es wird wahrscheinlich nur empty und dann wieder zurück, vielleicht vorladen. Aber wir brauchen 6 Stunden hin, es ist 6 Uhr. Ich denke nicht, dass ich eine Ladung kriege. Vielleicht kriege ich einen vorladenden Trailer, den ich mir mitnehme und meinen dann gelockt hinstelle. Muss ich mal gucken, was der Dispatch mir so vorschlägt. Oder er sagt Montag früh back to loading. Schauen wir mal. Also, meine lieben Freunde und liebe Leute draußen im Lande.
Ich mache mich jetzt hier durch die Büsche wieder und dann jetzt ab Richtung tanken. Denn ich bin gleich nur noch halb voll und da tanke ich in der Regel immer nach. Ob Sommer oder Winter. Im Winter ist es noch wichtiger. Denn ihr wisst ja, wenn du keinen Diesel hast, kriegst du hier ihn auf den Sack. Was auch richtig ist. Weil tanken kann man immer. Egal wo. Also ich habe mir gerade mal wieder eure Kommentare durchgelesen, meine lieben Freunde, und muss sagen, was muss ich sagen? Ich muss sagen, ja, vielen Dank dafür. Gut, es sind ja viele, sagen wir mal, einige Leute sind ja darunter, die jetzt, oder sagen wir mal, feststellen, dass ich etwas breiter geworden bin. Also erstens könnte ich natürlich jetzt sagen, also meistens liegt es an der Kameraeinstellung, was ja sowieso erstmal grundsätzlich richtig ist. Ja, wir wollen das mal hier schön festhalten. Und da ich ja immer dieses weite Objektiv habe, verstehst du? Aber nein, ich habe das schon vor einigen Tagen gesagt. Oder vor einigen Videos mal gesagt, dass ich durch die Raucherei aufgehört habe, erstmal wieder zugenommen habe. Und ich bin momentan auf dem Weg, dass er gestoppt hat und ich sozusagen auf dem Rückzug befinde. Was natürlich auch wieder länger dauert. Aber ja. Also, hier keine Diskriminierung wegen meines Mini-Gewichts, verstehst du? Außerdem bin ich nicht zu schwer, ich bin einfach nur zu klein. Das ist erstmal, das müsst ihr euch erstmal kurz mal in die Formel einheben. Hätten wir das auch erklärt. Klar? So, ich musste mir jetzt irgendeinen Scheiß kaufen. Ich habe ja eigentlich, dachte nicht, dass ich noch eine Nacht länger bleibe. Aber na ja, gut, das kann passieren. So, jetzt seht ihr mich dafür nicht. Hab ich jetzt mein Portemonnaie wieder eingepackt? Ja. Ich bin gerade am Glühen, was wir machen heute. Das ist meine Gabi. Anne, jetzt gehen wir erstmal ran. Prioritäten setzen, verstehst du? Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe gerade noch wieder gesehen, dass ich noch eine Ultra mal gefunden habe. Auf dem Wege. Ich habe erstmal meine Scheibenwischer gewechselt, weil ich dachte, die haben mir bei UTT neue, das sah so aus, aber das war nicht so. War ich wieder blind. Die habe ich gewechselt. Wunderschönen guten Morgen.
Ich bin auf dem Weg nach Rimouski hier oben in Quebec. Heute ist es sehr, sehr windig. Aber mal gucken, ob ich meine Tarps im Wasser einsammeln muss. Irgendwo, weil wegfliegen oder. Aber ich meine, da sind. Ich war da zwischen Gebäuden. Also, das könnte eventuell sogar noch, wenn ich jetzt den Truck parke zwischen Gebäude und dem Zaun, wo ich das letzte Mal geparkt habe, dann habe ich jede Chance, die Tarps zusammenzulegen. Weil bei so einem Wind ist das immer so eine Sache. Und es ist heftig. Ihr seht das jetzt nicht so, aber ich habe das schon gesehen an ein paar Bäumen. Puh. Das lässt heute Nachmittag wieder nach hier, aber heute Nachmittag will ich schon auf dem Weg nach Hause sein. Heute fahren wir einen schönen Weg, meine lieben Freunde. Einen sehr schönen Weg. Den muss ich auch noch, da freue ich mich drauf. Denn wir werden wieder Richtung Campbellton runterfahren. Und dann nach Hause fahren, weil das ist das Kürzeste. Und das Schnellste nach Moncton. Im Falle eines Falles, ich keine Rückladung kriege. Also da gucken wir uns das nochmal an. Schöne Ecke, kommen wir wieder an meinem Camp vorbei. Wollen wir mal sehen. Aber erstmal müssen wir erstmal die ganzen Morgs abladen hier. Und bis dahin kommen. Ich bin um 9.24 Uhr, 9.23 Uhr da, pünktlich, halbe Stunde vor dem Termin. Das ist okay. Ich habe in San Antonin übernachtet. Und habe mein Frühstück genossen. Und jetzt fahren wir ein bisschen was machen und dann fahren wir Feierabend. Dann fahren wir ans Wochenende. Montag, wie gesagt, muss mein Truck in die Werkstatt. Da machen sie das Casing da oben, damit es nicht weiter auseinanderfällt. Von der Standklima. Und noch irgendein anderes Teil, was sie wechseln müssen. Und eine Dichtung. Und dann ist das auch wieder durch. Wow, das ist windig. Ich habe den so leicht schräg von vorne rechts. Und du merkst das beim Fahren auch. Das ist wie so eine kleine Bremse. Das ist heftig, der Wind. Aber da müssen wir durch. So, ich würde jetzt sagen, das war jetzt nicht ohne. Das war jetzt mal interessant. Ein Wind. Echt extrem, extrem, extrem. Also so hatte ich es noch nicht ab beim Abladen, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich bin da bin ich schon sehr ehrlich, meine lieben Freunde. Das hat man noch nicht geglaubt. Never ever. Ach nee, ich fahre hier nicht rüber, ich mache hier ein Alpha Pissimo. Über einen kleinen, großen, großflächig angesetzten U-Turn. Dadurch habe ich meine Reifen, haben sich schön gedreht, völlig in Ordnung. Sparen wir uns hier die enge Ausfahrerei. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt leer und fahre nach Hause. Und wir fahren ja hinten über die Wiesen, über die wilden Wiesen. Nicht zurück hier, die übliche Strecke. Nein, 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 nein. Wir fahren da, wo es schön ist. Da fahren wir lang jetzt. Das haben wir uns so verdient. Nee, das war echt, also, ich sag mal, ich habe ja schon Wind gehabt. Und das ist ja irgendwie einfach mit dem Tarp zusammenräumen und so weiter und so fort. Aber hier war das so, dass ich den letzten Band hier abgemacht habe. Ich habe das schon gesehen, was passiert. Da habe ich natürlich vorher Gedanken gemacht, wo räumst du deinen Tarp zusammen, ne? Klar, macht man ja. So. Und dann haben wir den letzten Band hier abgemacht. Ich wollte es fassen. Weg. Einmal weggeflogen. War mit jedem Tarp so. Alle vier. Bum, bum. Und Gott sei Dank ist das immer hoch und dann kam das ja wieder runter. Weil der noch, es ist nicht ganz so leicht, aber... es ist nicht irgendwo auf Dach gelandet. Es war einfach crazy. Und dann haben wir vom Zaun, habe ich es dann wieder weggezogen und habe es mir dann in der Halle gezogen und habe es da zusammengelegt. Und dann musste ich mit alle Viere machen. Das ist Wahnsinn. Echt, das hat man nicht so oft. Hatte ich noch ja nicht hier mit bei Submarine. Natürlich dicht am Wasser hier und ich stand doch so blöde. Also, was heißt, der Wind kam halt ein bisschen bescheiden. Und jedenfalls war nichts drin, da konnte ich machen, was ich wollte. Also
Draußen zusammenlegen? Vergiss es. Ja, nee. Wach. Und die Folie, die haben wir immer da drunter, so eine Wegwerffolie da, die so eine dünne Folie, die immer noch abdeckt. Ne, falls jetzt mal wirklich Regen durchkommt, dass du eine zweite Schutzschicht da drauf hast. Ja, die haben wir nicht mehr gefunden. Also die habe ich abgemacht und bumm, weg war sie. Haben sie noch hochfliegen sehen über Dach und wahrscheinlich hat der Nachbar sie gekriegt jetzt. Was willst du machen? Beim zweiten Trailer hatten wir sie denn, konnten wir sie, haben wir sie festgehalten mit zwei Mann. Ansonsten war ich alleine, weil die gucken ja zu vom Weiten und die auch wenn windig ist, das ist ja so. Und da war mir das aber auch scheißegal. Und nachdem sie sehen, auch die Folie einfach irgendwo hinfliegt, beim zweiten Mal kamen sie denn und haben bei der Folie fest, ja, beim Tarp nicht. Tarp ist ja nicht so weit geflogen, aber es ist halt auch weggeflogen. Und wenn du natürlich, musstest du dir ja irgendwo eine Halle ziehen, dann hast du dir eine Halle gezogen. Und als du dir eine Halle gezogen hast, naja, dann musst du das erstmal wieder alles auseinanderklamüsern, wo jetzt dann eh mal umdrehen, dass du doch richtig rum zusammenlegst, weil das war einfach nur Knäuel, der am Zaun hängen geblieben ist. Das hat natürlich alles ein bisschen gedauert, aber it is crazy, ja. Heute ist wirklich, also der soll nachlassen, der Wind heute Nachmittag wieder, wird doch so sein, davon nicht aus. Aber ah, okay. Wenn Licht ist an. Aber Licht war nicht an. Okay. Zeig ihm schon wieder erschrocken. Schilder muss ja nebenbei auch mal noch lesen, verstehst du? So, ja. Jedenfalls, es ist, was es ist. Wir haben es geschafft. Ich bin fertig. Ich merke jetzt natürlich unter dem Wind jetzt hier, aber ich habe mal kein Köfferchen, aber der Wind ist immer noch heavy. Immer noch richtig windig, aber es sieht hier auch ein bisschen winterlicher aus, muss man sagen. Im Norden hier liegt noch ein bisschen Schnee, obwohl wir haben 8 Grad hier, 8 Grad plus, also täuscht ein bisschen der Eindruck. Oh, Sven Winter war ein Trecker zu verkaufen. Ein Trecker war da zu verkaufen. Das ist ja wie Spanisch hier. Sevente oder so steht, heißt es. Oh, Sevente ist dann Spanisch. Verkaufen. Jetzt kommt ja der Rest ja in 2 Kilometern. Und was ich jetzt festgestellt habe, dass hier ab 1. November viele in der Gegend hier, viele Restareas geschlossen haben. Ja. Also hier ist doch mal ein Platz, hier kannst du übernachten. Hier ist zwar nichts, aber. Oh doch, hier ist was. Der Rest Area hier. Parken kannst du hier aber. Aber das ist wirklich gut. Das ist woo. Parkplätze sehen da sah nicht so toll aus. Das kennt man von Quebec nicht anders. Aber hier ist man natürlich auch in den Boonies. Ja, ist natürlich schön. Hier ist der Rest Area zu. Hier ist schön am Fluss. Eine wunderschöne Restareal. Wir fahren nämlich hier so direkt am Fluss lang. In Quebec hier. Wir sind jetzt aber nicht mehr allzu weit von New Brunswick. Und ich habe, wie gesagt, gelesen, dass vom 1. November in vielen Gegenden solche Dinge einfach zu sind. Jetzt sehen wir das mal hier auf der rechten Seite. Die Restareal ist genau am Fluss gewesen. Da wollte ich eigentlich anhalten, aber naja, wie das immer so ist. Vom 1. November bis 15. April oder was, sind die Dinger hier geschlossen. Also weiß man da zumindest, wenn man hier nachts unterwegs ist, brauchst du sowas nicht achten. Nimm dir halt die großen Truckstops und that's it. Aber es ist ein sehr schöner Rest daher. Also Hut ab. So habe ich mir die immer vorgestellt.
So, wir sind jetzt kurz vor Campbellton, meine lieben Freunde, hier in dieser wunderschönen Gegend. Es ist so etwas anders hier. Mir kam gerade jemand entgegen mit dem Reh auf dem Dach. Es ist ja immer noch Jagdzeit hier. Es werden jetzt gerade die Deers gejagt, nachdem ja die Saison für die Moose vorbei ist. Jetzt sind die Deer dran, und also die Rehe und Hirsche, und dann ist ja noch die Kaninchenseite im Moment auch, die werden ja auch noch jagt. Das hört irgendwann auf im Januar, irgendwann im Januar ist dann Schluss, und dann darf da nicht mehr gejagt werden. Ich glaube Mittwoch sage ich schon, Mitte Januar so. Ja, wir sind jetzt hier kurz vor Campbellton und fahren jetzt quasi gleich auf die Brücke oder über die Brücke nach New Brunswick rein. Wir nehmen die erste Brücke, die erstbeste Gelegenheit nehmen wir, um nach Hause zu kommen natürlich. Ich könnte jetzt auch die Campbellton-Brücke direkt, aber die sind wir ja schon gefahren. Jetzt fahren wir mal die andere. Es ist anders hier. Es ist anders, aber wunderschön. Das kann man wirklich nie anders sagen. Also. Und zwar machen wir uns jetzt auf die 11. Erstmal auf die RTE 11 und dann daher wir natürlich auf den Highway Number 11. Jetzt kreuzen wir kurz die 17. Kurze Brücke, hier ist noch nicht so ganz so breit. Und die hast du wirklich, da ging hier 100 Kilometer, wirklich nur so eine Landschaft mit einem Fluss und hast natürlich keinen Empfang gehabt, klar, null, wirklich nichts. Was ist denn das hier für ein Stoppschild? Da habe ich gedacht, haben die mitten auf die Straße gestellt. Na, wenn hier einer im Strom ankommt, der fährt das Ding da kaputt. Das habt ihr gerade ausgelesen, Campbellton. Wir sind eigentlich jetzt gleich in Campbellton. Ein paar Kilometer noch und dann jetzt auch wieder rum auf den Highway Number 11. So, und dann jetzt auf den Highway Number 11, dann jetzt direkt wieder Richtung Bathurst. Da werde ich nochmal tanken fahren. Campbellton sind noch, siehst du, naja, sind noch 19 Kilometer bis Zentrum. Wir fahren jetzt quasi rechts vorbei an Campbellton. Welcome to New Brunswick. Back in. So mal von der Seite. Sonst kennt ihr mal die andere Seite mit der Scale und so weiter und so fort. Hier kommen wir jetzt mal von der. Ja, es ist eigentlich eine sehr schöne Ecke hier, muss ich sagen. Also mir gefällt es. Und das ist auch die Ecke, wo wir jetzt immer dichter an. Ja, an die Ecke da hinkommen, wo ich dann auch hinziehen werde. Kanada, wie ich es mir eigentlich immer ausgemalt habe, so, ja, mit diesen Weiten, mit diesen Flüssen und Bergen, Riesenwälder und da ein Holzhäuschen, da ein Holzhäuschen und ja. Die Städte sind mittlerweile selbe Theater wie in jeder anderen Großstadt, das kann man wirklich so sagen. Ich meine, wir wohnen noch in der Stadt, nur dass ich hier noch im Zentrum, aber ich bin zufrieden, wenn ich da mal aus der Stadt raus bin, weil ich mag Städte einfach nicht. Aber es ist momentan noch notwendig und deswegen nimmt man es so noch in Kauf. Aber das hier ist natürlich schon ein ganz anderer Schnack. Ne? Stadt in der Nähe, ja, das ist klar. Ich habe das ja auch so ausgesucht, dass alle möglichen Dinge oder nötigen Dinge, die da hast, nicht weit weg sind. Die Dinge, die nötig sind, die muss man einfach einkalkulieren. Und ansonsten aber. Wird der kanadische Traum weitergestaltet. Okay.
Ja, mit diesen kleinen Bildern vom Norden, Nordosten von New Brunswick will ich mich eigentlich auch verabschieden diese Woche. Ich hoffe, euch war es nicht zu langweilig und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, wieder zuzuschauen. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder. Wie gesagt, ich habe Montag erstmal einen kurzen Termin in der Werkstatt. Danach geht es aber los. Ich denke mal, Dienstag spätestens werde ich vorladen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich irgendeinen Truck bekommen. Ersatztruck, wenn es länger dauert. Aber die haben das Casing schon da. Kann nicht lange dauern. Ich denke mal, ich werde vielleicht sogar Montag noch rausfahren. Muss man mal sehen. Ich werde heute Abend noch fragen. Ich werde den Truck heute Abend noch reinbringen. Und dann schauen wir mal. Mit dem? Wow, hier sind aber ein paar Löcher drin. Ich weiß nicht, ob die Gruppe, die haben den hinten noch nicht gemacht, das ist ja ein Airbag von der Kabine. Ist ja kaputt. Gucken. Ob sie das gesehen haben? Muss ich noch mal fragen. Ich werde es heute Abend noch mal montieren. Ich werde das einfach noch mal checken, aber... Ich dachte, die hätten das letzte Mal schon gemacht, aber das fühlt sich nicht so an, als ob sie den gemacht hätten. Ja, gucken wir noch mal nach. Ja, und wie immer wollte ich mich eigentlich verabschieden und dann komme ich wieder von Hundertstel in Tausendstel, das machen wir jetzt aber nicht. Also meine Lieben, ich lasse euch noch ein bisschen bei, ich werde noch ein bisschen Fahrbilder hier runterspielen lassen mit ein bisschen Mucke. Und ihr könnt gerne noch ein wenig zuschauen, aber ich verabschiede mich schon mal ins Wochenende. Wünsche euch alles erdenklich Gute von hier aus, wieder Grüße und Wünsche. Nur die Besten natürlich aus Kanada für euch. Wo immer ihr auch seid, wo immer ihr die Videos schaut, bleibt mir gewogen. Und vor allen Dingen bleibt standhaft, lacht immer mal wieder. Das soll helfen, habe ich gehört. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche in alter Frische mit neuem Mut und neuem Enthusiasmus. Denn es ist nicht mehr so lange, dann haben wir wieder Weihnachten erreicht. Also, und das heißt, wenn Weihnachten erreicht ist, ne, was heißt das? Der Frühling ist nicht weit. Also, bis dann, bis nächste Woche. Macht es gut. The flames rise higher, love. We were burning.
close to the sun. Maybe in another life we could have worked it out, but we got too close to the sun.